frage mich mal, wie die Umsätze im Q1 so laufen. Und, wie laufen die Umsätze im Q1? Sehr gute Frage, Laura. Gut. Wir haben jeweils 120.000 Umsatz gemacht, Januar und Februar. Januar war mit 100.000 geplant und Februar mit 150.000. Also sind wir jetzt nicht jeweils, sondern einen Monat mit 10.000 drunter. Den Februar mit 10.000 drunter, oder einen Monat mit 10.000 drunter. Und wir könnten es aber schaffen, im März diese 10.000 sogar noch reinzuholen oder eben nicht. Und dann sind wir halt 20.000 drunter, aber wir sind auf jeden Fall in den Zahlen. Das ist richtig, richtig, richtig krass. Und das hat sich auch erst gestern ergeben, weil wir noch einen guten Teil des Märzumsatzes, der in so vielen Leads festhängt, und der März ist ja auch nicht mehr lang, obwohl wir gerade Anfang März haben, aber so ein Monat ist halt nichts. Da sind auch noch ein paar andere Leads und das kann auch noch deutlich besser werden, aber zumindest sind wir dort, wo wir hin wollten. Und das nächste Problem ist jetzt eigentlich mehr Cashflow-Optimierung. Wir hatten gerade Besuch von einer befreundeten größeren Agentur, Geschäftsführer, und die Begleitung war die Head of Business Development oder irgendeine Funktion. Die habe ich jetzt auch nach dem Thema Factoring gefragt, weil morgen kommt eine Bank bei uns vorbei. Factoring ist die Abtretung von Forderungen an eine dritte Instanz quasi. Das heißt, wenn man eine Rechnung schreibt an einen Kunden, übernimmt eine Bank das Forderungsmanagement und zahlt den Rechnungsbetrag sofort aus. Das heißt, wenn ich die Rechnung stelle, schicke ich die dieser Bank. Diese Bank regelt die Rechnungsstellung mit dem Kunden und lässt sich auch nochmal vom Kunden bestätigen, dass das eine korrekte Rechnung ist. Sobald sie die Bestätigung vorliegen haben, bekommen wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden schon das Geld, anstatt 30, 40, 50 Tage auf das Geld warten zu müssen. Und dann ist die Bank der Gläubiger und nicht mehr wir. Wir haben quasi die Forderung abgetreten. Und dafür zahlt man dann im Schnitt, ich werde es morgen dann richtig erfahren, aber irgendwie so 2-3%. Ja, das ist das Cashflow-Problem, das wir halt haben, so wie jede andere Agentur oder wie viele andere Agenturen auch. Naja, die waren heute da und mit denen habe ich eben auch kurz über dieses Thema gesprochen. Und überraschenderweise meinte er, dass sehr viele Agenturen machen und dass es gang und gäbe sei. Bevor wir bei einer Bank einen zweistelligen Dispo-Zinssatz bezahlen, weil wir ins Minus rutschen, weil wir kein Cash haben und einen Riesenhaufen ausstehender Forderungen, zahlen wir lieber 3% kurzfristig von einer größeren Rechnung, um unseren Cashflow sofort wiederherzustellen und sparen auch noch Geld und haben den Cashflow. Also darauf wird es hinauslaufen, aber wir werden jetzt im März auf jeden Fall auch dieses Thema so unter Dach und Fach bekommen. Ja.